Leute, und willkommen zum dritten Teil der Neuerscheinungen für den Monat Februar. Und der erste Monat geht vom 21. bis zum 29. Februar. Also der, es ist das Schaltjahr und der Februar hat mal wieder 29 Tage. Es sind diesmal mehr Bücher als in den ersten beiden Teilen. Es sind diesmal ganze 30 Bücher, die ich für euch gefunden habe. Und deswegen fange ich auch ohne weiteres an. Ich beginne mit dem 21. Februar. Hier erscheinen drei Bücher. Das erste könnte auch viele interessieren. Vielleicht, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das könnten vielleicht manche interessieren, weil es so ein Genre ist, was bestimmt viele interessiert. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Komme ich auch eher hin. Nämlich Im Land des Wassermondes von Isabel Beto. Oder Beto, wenn man mal nachsprechen will, den Namen. Und es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus und hört sich auch sehr interessant an für Fans, die sowas gerne lesen. Cover finde ich sehr, sehr schön. Mehr brauche ich tatsächlich nicht so. Ebenfalls am 21. Februar erscheint noch ein Buch von Nina Blason. Nämlich Feuerrot ist ein Jugendbuch. Und ich glaube, für alle Fans von Nina Blason könnte das sehr interessant sein. Und bestimmt auch lesenswert. Und kommt auch am 21. Februar raus. Und ebenfalls noch am 21. Februar ist irgendein Teil einer Reihe. Ich weiß noch nicht welcher Teil, ich vermute vielleicht der dritte oder der zweite, ich habe keine Ahnung. Nämlich Der Fluch von Castle Rock von Laura Foster. Und das ist auch so ein Jugendbuch, das im Ravensburger Verlag erscheint. Das sind so, ja, Jugendbücher für die Jugendlichen ab 12, glaube ich, sind die. So für die jungen Leser. Aber auf jeden Fall für Fans, die die Reihe schon gelesen haben, den ersten, zweiten Band. Ich weiß nicht, wie viele Bände es sind, ob es der erste oder zweite oder dritte ist. Ich weiß, dass es drei Teile gibt, aber ob es jetzt der erste, zweite oder dritte ist, ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall erscheint der am 21. Februar. Dann kommen wir zum 22. Februar. Hier erscheinen sehr viele Bücher. Das erste davon ist gleich der siebte Teil einer sehr beliebten Reihe, die auch sehr gut sein soll, aber mich interessiert es jetzt weniger. Nämlich kommt der siebte Teil der Flavia de Luz Reihe raus. Eine Leiche wirbelt Staub auf von Alan Bradley. Und für Fans der Flavia de Luz Reihe auf jeden Fall ansehenswert und ich denke, dass das auch viele lesen werden, die die Reihe natürlich schon gelesen haben. Wie gesagt, mich interessiert es jetzt nicht. Aber für die Fans, für die hauptgesottenen Fans auf jeden Fall ansehenswert. Und ich weiß, dass sich eine Person besonders darauf freut, also bei der weiß ich jetzt, dass sie sich freut auf dieses Buch, weil sie die Bücher liebt, nämlich Steffi. Falls du das jetzt siehst, weißt du, du bist gemeint. Ich weiß, dass du das Buch lesen wirst. Dann kommt ebenfalls noch ein Buch von einem sehr bekannten Autor, der im ersten Teil, glaube ich, schon dabei war. Ich glaube, es war im ersten Teil. Von diesem Autor möchte ich auch unbedingt noch Bücher lesen. Nämlich dreht es sich um Erik Berg und dann kommt Die Schattenbucht. Und das Cover lässt es vermuten und es steht auch drauf. Es ist ein Kriminalroman. Cover finde ich so, naja, und mich interessiert jetzt Die Schattenbucht weniger. Es gibt andere Bücher, die er geschrieben hat, die sich besser anhören und spannender anhören als dieser Kriminalroman um Die Schattenbucht oder wie sie seine Krimis noch heißen. Weiß ich gerade nicht auswendig. Und ja, mich interessiert es jetzt, wie gesagt, nicht, aber für Fans von Erik Berg auf jeden Fall auch ansehenswert. Dann kommt ein Buch, bei dem ich mir sicher bin, dass es viele lesen werden. Da bin ich mir 100% sicher, weil es auch von einer sehr bekannten Autorin ist, die auch sehr viele mögen. Und ich finde, das Cover sieht sehr, sehr cool aus. Nämlich die Diamantkrieger-Saga Damirs Schwur von Bettina Behletz. Und ich vermute mal, es ist der erste Teil einer Reihe. Hört sich auf jeden Fall so an. Ich finde das Cover ist sehr, sehr cool, sehr vielversprechend und ich glaube, es werden sehr viele lesen. Weil Bettina Behletz sehr beliebt ist, sehr gut schreiben soll und ich denke auch, das Genre trifft einige Nerven. Also positiv. Trifft einige positiv. Nerven positiv. Also es werden viele lesen, denke ich, weil es sich auch sehr genial anhört. Und eben ein Genre ist, das viele lesen. Dann kommen wir zu einem Buch, das ich spontan entdeckt habe, das hört sich nämlich auch interessant an von der Geschichte her. Ich bin mir aber noch unsicher, ob es wirklich viele lesen werden. Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich so viele lesen werden. Nämlich heißt das Buch Broken, der Moment, in dem du fällst, von Tabitha Suzuma. Das Cover
Ist so, naja, man kann es anschauen. Aber ist auch nichts Besonderes. Was es genau darstellen soll, weiß ich nicht genau. Aber es sieht auf jeden Fall irgendwie ansprechend aus, aber irgendwie jetzt auch nichts Besonderes. Aber ich bin gespannt, ob das, wer das alles so liest. Da kann ein Buch, da bin ich mir wieder sicher, dass es vielleicht einige gelesen werden. Ist auch der erste Teil einer Reihe. Nämlich heißt diese Dick B oder Dick B. Ich denke mal Dick B. Von Stephanie Tremley. Das Cover finde ich sehr interessant, sieht auf jeden Fall sehr cool aus. So nach Sitcom, WG-mäßig, irgendwie sowas in der Richtung. Ich weiß gerade nicht mehr, worum es genau geht. Ob es mich jetzt interessiert hat, weiß ich gerade auch nicht mehr. Kann ich euch gar nicht sagen. Aber ich glaube, das werden einige lesen. Ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt viele lesen werden. Ich kann mir das so gut vorstellen. Ich weiß nicht, ich habe das so ein Gefühl, wenn ich so das Buch anschaue und mir den Klapptext so durchlese. Glaube ich, dass es viele lesen werden. Ich bin gespannt, wie das Buch dann ankommt, wenn es dann erscheint. Also ein Buch, bei dem ich mir unsicher bin, ob das überhaupt viele lesen. Ich weiß nicht, ob der Autor sehr bekannt ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wenn ihr den Autor kennt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Nämlich dreht es sich um den Autor James Douglas und sein neues Buch Tote leben länger. Ja. Cover ist so, naja, da steht ein Mann im Regen, vielleicht ist das Regen, ich habe keine Ahnung, das ist ein komischer Effekt. Sieht jetzt nicht ganz so vielversprechend aus, aber vielleicht ist es ja auch sehr gut, weiß man ja nicht. Da bin ich mir noch unsicher, ob das überhaupt jemand liest. Und wenn ihr den Autoren kennt, mir sagt jetzt irgendwie nichts, schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr von dem schon mal was gelesen habt. Bin ich schon sehr gespannt darauf. Das letzte Buch am 22. Februar ist ein sehr interessantes Buch, ein sehr spezielles Buch, sage ich mal. Ich sag mal ein sehr hochaktuelles Buch, was die politische Situation oder die Situation in Deutschland betrifft. Irgendwie in der Hinsicht spielt das eine wichtige Rolle in dem Buch. Nämlich heißt das Buch Unser wildes Blut von Wolfgang Schnellbecker. In diesem Buch geht es um zwei Menschen oder eine Frau, ein Mädchen und einen Jungen, die unterschiedliche Kulturen leben oder in verschiedenen Kulturen aufwachsen, sag ich mal. Und diese beiden verlieben sich ineinander, aber wissen genau, dass diese Liebe eigentlich nicht gern gesehen wird in ihren Kulturen, Kreisen oder so in der Hinsicht habe ich, so ungefähr habe ich das so wahrgenommen, quasi. Und irgendwie aktuell, weil mit Flüchtlings- und solchen Situationen auf jeden Fall. Ja, vielleicht wird das jemand lesen. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Und wer sich mit sowas gern beschäftigt, dem kann ich das Buch auf jeden Fall mal ans Herz legen, sag ich mal, wenn es jemand interessiert. Dieses Thema mit verschiedenen Kulturen und die Liebe und die Brauchtümer und ja, sowas in der Richtung. Wen das interessiert, der kann das auf jeden Fall sich anschauen. Ich bin gespannt, wie es ankommt, wenn es dann erscheint. Dann laufen wir zum 23. Februar. Hier erscheint ein Buch, auf das ich schon sehr gespannt bin, also ein Verlag, den ich sehr, sehr liebe. Das Buch steht schon länger auf meiner Wunschliste, also seitdem es erscheint, also im Erscheinen da war. Nämlich dreht sich um das Buch Porträt der Psychopathin als junge Frau von Edward Lee und Elizabeth Stephens. Ich finde das Cover mega genial, das hat mich schon von Anfang an angesprochen. Und auch das Buch interessiert mich sehr. Inwiefern, worum es jetzt genau in dem Buch geht, weil Porträt der Psychopathin als junge Frau sagt es, ja, erlebt man da die Vergangenheit oder das Leben einer Psychopathin, irgendwie so, ich schätze mal, irgendwie so in der Richtung wird es wahrscheinlich laufen, dass man das Leben einer Frau miterlebt, wie sie zur Psychopathin wird vielleicht. Ich habe mir den Klappentext nicht durchgelesen, ich habe gerade keine Ahnung, aber auf jeden Fall Edward Lee ist gut, schreibt gut und muss ich auf jeden Fall dann auch irgendwann lesen. Dann hüpfen wir zum 25. Februar. Hier erscheinen nochmal einige Bücher. Das erste klingt auch sehr, sehr interessant. Das ist der erste Teil einer, ich habe Dilogie oder Trilogie. Bin mir nicht sicher. Ich denke mal, es wird eine Dilogie. Von einem Autoren, von dem ich schon mal ein Buch hier hatte. Das aber nicht gelesen hat, weil es mich da nicht mehr interessiert hat. Aber das hört sich sehr, sehr genial aus, das Neue. Nämlich erscheint der erste Teil von Postmortem, Tränen aus Blut, von Mark Roderick.
Ich finde, das Cover sieht sehr, sehr cool aus. Ich weiß gerade nicht mehr, worum es geht, aber ich glaube, es hat mich sehr interessiert. Bin gespannt, ob das jemand liest und wie es ankommen wird. Ich setze es auf jeden Fall auf die Wunschliste, weil es sich sehr genial anhört und irgendwann werde ich es dann auch lesen. Dann kommt der letzte Teil einer Trilogie, einer Spin-off-Trilogie, der auch sehr beliebt ist, die offizielle Reihe und diese auch, nur der letzte Teil der Trilogie. Ist der Spin-off-Trilogie, nämlich von CC Hunter. Der dritte Teil der Shadow Falls Camp, von Shadow Falls After Dark, der dritte Teil im Dunkeln der Nacht. Ja, ist der dritte Teil, ist eine Spin-off-Trilogie, wie gesagt. Cover ähnlich gehalten, kann ich nicht mehr zu sagen. Ich habe es nicht gelesen, aber die Shadow Falls-Reihe hat auf jeden Fall sehr, sehr viele Fans, das weiß ich. Und jetzt wisst ihr auch, dass der dritte Teil der Spin-off-Reihe rauskommt. Dann kommt ein Buch, bei dem ich gespannt bin, ob das viele lesen. Es ist ein Genre, was viele lesen. Aber ob das Buch so viele lesen werden, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Nämlich dreht sich um das Buch Schneeelfenherz von Sanja Schwarz. Das Cover ist sehr schön. Also, es sieht sehr, sehr schön aus. Aber ich bin mal gespannt, ob das wirklich so viele lesen. Ja, ich kann es mir gut vorstellen, dass es vielleicht manche interessieren könnte. Aber ich lasse mich mal überraschen, ob das so viele lesen werden. Da bin ich schon sehr gespannt. Dann kommt der dritte Teil einer Trilogie, also der letzte, die sich auch sehr, sehr genial anhört. Ich habe weder den ersten noch den zweiten Teil gelesen, natürlich. Nämlich kommt der dritte Teil Kill, das Spiel von Eve Silver heraus. Jump Run Kill, glaube ich, heißen die. Ist die Reihenfolge. Jump Run Kill oder Run Jump Kill? Ich irgendwie so. In der Richtung. Die haben beide heißen auf jeden Fall Run und Jump. Das ist der finale Band der Trilogie. Und es klingt auf jeden Fall sehr interessant. Und ich werde mir die ersten beiden Teile oder alle drei Teile auf die Wunschliste setzen. Und irgendwann vielleicht mal lesen. Hat das Buch schon jemand gelesen oder die ersten beiden Teile? Dann schreibt es in die Kommentare, wie die waren. Weil von denen habe ich auch noch nicht so viel gesehen auf YouTube oder sonst irgendwo. Dann kommt auch ein Buch, das bestimmt viele lesen werden. Das Cover auch sehr schön ist und auch ein Short ist, was einige lesen. Nämlich Mein Herz wird dich finden von Jesse Kirby. Und das Cover ist sehr, sehr schön gestaltet mit dem Herz. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Auch die Farbgebung sieht sehr, sehr schön aus und hat auf jeden Fall auch was. Ich denke, dass das auch viele lesen werden. Ich bin gespannt, bei wem ich das Buch sehen werde am Ende am 25. Februar. Da kommt noch ein Buch, bei dem ich glaube, dass es viele lesen werden, weil das Cover auch sehr schön ist. Nämlich Sommernachtstraum von Tanja Liske. Cover ist sehr, sehr schön. Hat auf jeden Fall auch etwas Ansprechendes. Und ja, das denke ich, werden auch einige lesen. Bin gespannt, bei wem ich es sehen werde. Dann hoffen wir zum 26. Februar. Ich mache jetzt ein bisschen schneller, weil sonst ist das Video so lang. Da erscheinen nochmal sehr, sehr viele Bücher. Das erste ist der zweite Teil. Eines der dünnen Buchs, habe ich festgestellt. Nämlich ist der erste Teil auch erst erschienen, ich glaube im Oktober oder November. Ich glaube im November. Wenn ich mich nicht recht irre. Ich glaube, es war im November. Und ich glaube, dass den auch viele gelesen haben, weil das ein sehr bekannter Autor ist in seinem Bereich. Das ist der zweite Teil. Ich habe den ersten Teil nicht gelesen und ich werde ihn auch nicht lesen. Aber das Buch hat einen schwarzen Buchschnitt. Deswegen ist es schon mal top. Nämlich kommt der zweite Teil Blood on Snow, das Versteck von Joe Nesbo raus. Und es ist wie gesagt der zweite Teil, da kann ich jetzt nicht mehr zu sagen. Ich kann nur sagen, dass das Cover ähnlich gehalten ist wie der erste. Und dass es bestimmt wieder sehr dünn sein wird. Und dass es einen schwarzen Buchschnitt haben wird. Mehr kann ich jetzt nicht sagen. Aber wer den ersten Teil gelesen hat, kann mir gerne in die Kommentare schreiben, wie der war. Schreibt es mir in die Kommentare, würde mich interessieren. Dann kommt ebenfalls der zweite Teil einer Reihe. Nämlich kommt der zweite Teil von Die Königin von Patricia Bracewell. Und das Cover erinnert schon daran, es ist ein historischer Roman. Ich finde, das Cover ist sehr schön gestaltet für einen historischen Roman. Ich mag sowieso solche Cover, die so schwarz-weiß und irgendeinen bunten Fleck haben. Das finde ich sehr, sehr schön. Irgendwie so ein Blickfang, ein farblicher Blickfang, wie bei diesem Bild, wo der Hintergrund so dunkler ist und das gelbe Kleid von der Königin einfach so richtig raussticht. Das finde ich richtig cool. Das sieht richtig stark aus. Sowas mag ich einfach gerne an Covern.
Und ist der zweite Teil. Ich weiß gar nicht, wie der erste hieß. Aber für die, die den ersten Teil gelesen haben, wissen jetzt, dass der zweite Teil erscheint. Dann kommt ein Kriminalroman. Ein, ich sag mal, Regionalkrimi diesmal wieder. Mit dabei. Nämlich heißt der Frühjahrsputz und ist von Fredrika Gers. Ja, kann man natürlich sehr regionalkrimihaft. Mit einer Hütte und einer Wäscheleine und einer Ziege oder was auch immer sein soll. Ich glaube, es ist eine Ziege. Es sieht nach Ziege aus. Für alle Fans von Regionalkrimis auf jeden Fall ansehenswert. Ich weiß, wer sich jetzt sehr besonders darüber freuen wird. Ich werde es nicht lesen. Und dann kommt noch ein Buch, bei dem ich mir sicher bin, dass es auch viele lesen werden. Es hört sich sehr genial an. Ich bin noch am Überlegen, ob ich es mir auf die Wunschliste setze. Es hört sich sehr, sehr gut an. Es ist interessant an. Nämlich erscheint Dark Mirror Summer von Helen Maslin. Und das Cover finde ich sehr, sehr schön gemacht. Und auch das Buch hört sich sehr, sehr genial an. Ich bin mal gespannt, ob das nur ein Einzelband sein wird. Oder ob es da noch mehr Teile geben wird. Es wäre mal schön, wenn es nur wieder mal ein Einzelband wäre. Kann natürlich auch sein, dass es mehrere Teile geben wird. Aber es wäre schön, wenn es ein Einzelband wäre. Aber da bin ich mal gespannt. Und ich bin gespannt, wie viele das Buch lesen werden. Ich kann mich jetzt auch wahrscheinlich total irren und es wird kein Schwein lesen. Kann auch sein. Aber mich spricht es irgendwie an. Und ich werde es auf jeden Fall auf die Wunschliste setzen. Dann kommt noch ein Buch, bei dem ich glaube, dass das auch viele lesen könnten. Das Cover ist sehr, sehr schön gemacht. Aber auch nichts Neues, sage ich mal. Nämlich erscheint nur drei Worte von Becky Albertil. Und das Cover ist sehr schön, wie gesagt. Aber es lässt schon vermuten, worauf es hinausläuft, nämlich auf einen Liebesroman. Und ich lese ja keine Liebesromane. Deswegen auch nicht kein Buch für mich. Aber für Fans, die sowas gerne lesen, und ich glaube, das werden viele lesen, die sowas gerne lesen, also die Liebesromane gerne lesen, da werden das definitiv viele lesen. Bin ich mir sicher. Und ansonsten für mich hier, wie gesagt, nichts. Ein Buch, das für mich auf jeden Fall mich auf jeden Fall anspricht, ist The Other Girl. Du kannst niemals ganz entkommen von Maggie Mitchell. Ich finde auch hier das Cover richtig cool mit den zwei Silhouetten und dahinter Wald und eine Hütte. Die Hütte spielt hier auch eine ganz bestimmte Rolle in der Geschichte, wie ich in den Klappentext entnehmen konnte. Und ich finde auch den Effekt und das Cover allgemein sehr, sehr genial gemacht und das wird auf jeden Fall auf meiner Wunschliste landen. Nur halt wieder schade, dass es nicht als gebundene Ausgabe erscheint. Das wäre als gebundene Ausgabe sehr schön. Aber es erscheint als beschriebene Ausgabe, das ist auch okay. Und es landet, wie gesagt, auf meiner Wunschliste, weil es sich sehr genial anhört. Dann hüpfen wir noch zum 29. Februar und hier erscheinen die restlichen Bücher. Noch 7 Bücher, die am 29. Februar erscheinen. Und das sind einige und auch bestimmt einige Folgebände und auch sehr viele interessante Bücher. Da sind einige dabei, die viele interessieren werden. Und das erste davon ist der dritte Teil. Ich glaube, der dritte Teil ist es. Einer Trilogie, was eigentlich vorher, glaube ich, keine Trilogie sein hätte sollen. Oder vielleicht doch. Ich weiß gerade, ich bin nicht informiert. Nämlich geht es um Für immer Holly Hill von Alexandra Pilz. Diesmal in rosa gehalten. Die anderen beiden waren, glaube ich, gelb. Der erste war gelb und der zweite war blau. Glaube ich zumindest. Und ich denke, dass das viele lesen werden, weil es einfach der dritte Teil ist und die Reihe auch sehr beliebt ist, oder der erste Teil auf jeden Fall und der zweite. Und für mich aber wieder nichts. Dann kommt ein Buch von einer Autorin, die auch sehr gelobt wird, und da bin ich mir sicher, dass das viele lesen werden. Ich weiß, ein paar Leute, die ein paar Booktuber, die es lesen werden und die sich auf das Buch schon sehr freuen. Einige. Nämlich geht es um das neue Buch von Lucinda Riley, nämlich Helenas Geheimnis. Und ich brauche nicht mehr zu sagen, es ist Lucinda Riley. Ihre Covers sind immer wunderschön. Und ich weiß wirklich viele, die Autorin lesen. Mich interessiert es jetzt nicht. Ist jetzt einfach nicht mein Genre. Aber ich weiß, wen es interessiert. Und die Person wird sich jetzt das auf jeden Fall kaufen, da bin ich mir sicher. Und dann auch lesen und rezensieren. Also ich freue mich schon auf die Meinungen von den Leuten zu den Büchern, die auch immer positiv eigentlich sind zu Cinderellas Bücher. Dann kommt wieder ein Teil einer Reihe, nämlich der fünfte.
Wusste ich auch nicht, dass es da noch mehr Teile gibt. Und das Buch hört sich auch sehr genial an. Ich glaube, dass das so ein fünfter Teil ist, der aber eigentlich ein abgeschlossenes Buch ist. Also ich hoffe es zumindest. Hört sich auf jeden Fall so an. Und das Cover ist auch sehr cool gemacht. Nämlich geht es um Papierjunge von Christina Olsen. Ich finde das Cover sehr cool gemacht. Ich glaube, es soll ein Papierstreifen sein und das sieht einfach cool aus. Das ist auf jeden Fall sehr cool gemacht und ich werde auf die Wunschliste setzen, weil es sich sehr genial anhört. Ich habe aber noch nichts von Christina Olsen gelesen. Schreibt die gut? Kann man die Bücher lesen von ihr? Sind die gut? Schreibt mir das in die Kommentare, würde mich sehr interessieren, und die lesen kann. Aber ich werde es auf jeden Fall auf die Wunschliste setzen. Dann kommt der dritte Teil einer Reihe von einer sehr bekannten Autorin, beziehungsweise einer sehr bekannten Autorin. Also das Pseudonym eines sehr bekannten Autoren. Nämlich erscheint das dritte Buch von Robert Galbraith, also aka J.K. Rowling, nämlich Die Ernte des Bösen. Der dritte Teil dieser Reihe von Robert Galbraith, alias J.K. Rowling, ihre Kriminalromane, die sie unter dem Pseudonym schreibt, soll anscheinend auch sehr gut sein. Ich habe Der Ruf des Kuckucks habe ich hier, aber noch ungelesen, muss ich auch bald mal lesen. Und jetzt erscheint auch schon der dritte Teil, also die schreit und schreit und schreit, das ist Wahnsinn. Und ich bin schon sehr gespannt, wie die Bücher sein werden. Ich habe ja noch nichts von J.K. Rowling gelesen. Jetzt werden sich manche fragen, was? Nein, ich habe noch nichts von J.K. Rowling gelesen. Also, ich kann nichts dazu sagen. Aber auf jeden Fall sind die sehr beliebt, die Kriminalromane von Robert Galbraith. Bei dem nächsten Buch bin ich mir auch sicher, dass es vielleicht einige lesen könnten, weil es sich sehr interessant anhört und das Cover irgendwie auch ansprechend ist. Nämlich geistert das Buch auch schon länger irgendwie als Werbung im Facebook oder auf YouTube oder sonst irgendwo rum. Irgendwo sehe ich da immer Werbung zu dem Buch oder zum Hörbuch. Nämlich Wer war Alice von T.R. Richmond. Und jetzt zu dem Buch sehe ich irgendwie immer irgendwo Werbung. Ich weiß gerade nicht mehr wo, ich glaube auf Facebook. Das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an und ich glaube, dass das auch viele lesen werden. Allein durch die Werbung, die sie sehen, weil es sich wirklich sehr vielversprechend anhört. Ich bin mal gespannt, wie es ankommt und wer es alles liest. Das Cover, wie gesagt, finde ich sehr cool, auch wenn es eigentlich schlicht gehalten ist. Mit dem Frau auf dem Cover, der Schrift, eigentlich relativ schlicht gehalten. Aber es hat auf jeden Fall was Ansprechendes. Das nächste Buch ist auch ein Teil einer Reihe. Ich glaube, es ist sogar der dritte Teil. Ich kann aber auch mich auch irren. Der erste, ich könnte auch der zweite Teil sein, ich weiß es nicht, es tut mir leid. Kann ich gerade echt nicht sagen. Aber auf jeden Fall geht es um das Buch Mein Leben nebenan von Huntley Fitzpatrick. Als Cover sieht, der weiß, um welche Buchreihe es sich handelt. Mein Sommer nebenan und wie der zweite Teil ist, weiß ich nicht, aber das muss der dritte Teil sein. Glaube ich zumindest. Kann mich auch irren. Wer es weiß, kann mir das in die Kommentare schreiben. Ich denke, das werden auch viele lesen, die den ersten beiden Teile gelesen haben. Ich werde es nicht lesen, ist einfach nicht mein Genre. Und auf jeden Fall ansehenswert für die, die es schon mal, die ersten beiden gelesen haben. Und dann kommen wir zum letzten Buch, das sich sehr genial anhört, wieder ein Genre, was mich wieder interessiert. Das hört sich auch sehr interessant an, nämlich Neun Töter von Ole Hansen. Oder Uli Hansen? Ich bin aus dem Deutschen, Ole Hansen. Oder keine Ahnung, wo der herkommt. Keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Und das Cover ist eigentlich schlicht gehalten. Aber auch irgendwie interessant gemacht. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Und die Geschichte klingt sehr, sehr genial. Die wird auf jeden Fall auf meiner Wunschliste landen und dann gelesen. Ich bin gespannt, wer das Buch lesen wird. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Das würde mich interessieren. Ob das wirklich viele lesen wird oder überhaupt keiner, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Das war's. Es ist eine halbe Stunde geworden. Eine halbe Stunde Gelaber von mir mit den Neuerscheinungen. Nummer 3. Ich mache jetzt schnell fertig. Welches Buch davon werdet ihr euch 100% kaufen? Schreibt mir das in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Und welche Bücher von bestimmten Autoren habt ihr schon gelesen? Dann schreibt mir das in die Kommentare. Das würde mich auch sehr interessieren. Und ob die Bücher gut waren. Das würde mich am meisten interessieren. Und damit war's das mit dem Video. Da oben bei dem kleinen i könnt ihr die letzten beiden Teile sehen, also den ersten und zweiten Teil der Neuerscheinungen für den Monat Februar, falls ihr den verpasst habt. Und ansonsten sage ich jetzt nur noch Tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Oder Nina Blason.
Platon? In der Person. Bis zum Titel gesagt, ich verschwinde. Das Buch heißt Feuerrot, falls ich es nicht erwähnt habe. Und nämlich der Flug. Eine Leiche wirbelt Sturm auf. Stau auf. Eine Leiche wirbelt da. Da hüpfen wir. Nö. Von Wolfgang Schnellbecker. Becker. Nämlich das Porträt der Psychopathin als junge Frau von Edward Lee und Elizabeth Stephens. Ich denke mal Stephens. Nämlich dreht sich um das Buch Porträt der Psycho. Nämlich erscheint der erste Teil von Post. Du kannst niemals ganz vergessen. Dann komme. Ein Buch, das mich wiederum sehr interessiert, ist das nächste Buch, nämlich The Other Girl, The Other Girl von, nämlich The Other Girl, nämlich The Other Girl. Habt ihr ein Buch davon schon gelesen? Da oben, bei dem kleinen I könnt ihr die letzten zwei Teile sehen. Da oben bei. Und ansonsten sage ich zum Schluss, sage ich jetzt, und ansonsten sage ich zum, sag ich.